Für Bündnis 90 die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Minister Dobrindt, ich habe Ihre Rede wohl gehört, aber da war null Substanz, da waren nur magische Sprüche. Und ich sage Ihnen, Herr Dobrindt, das ist der Deutsche Bundestag, das ist ja kein CSU-Parteitag. Ich habe auch noch, sind jetzt 100 Tage im Amt, Herr Dobrindt, über 100 Tage, das schafft nicht jeder CSU-Minister. Und ich habe noch das Bild Ihres Amtsantritts vor Augen. Es gibt ein schönes Foto mit Ihnen und Herrn Ramsauer. Im Hintergrund sieht man links die europäische Fahne, rechts die deutsche Fahne und in der Mitte sieht man die blau-weiße bayerische Fahne. Und das ist sinnbildlich für Ihre Verkehrspolitik, CSU-Klientelpolitik. Und ich sage Ihnen, Herr Dobrindt, sind immer noch der CSU-Generalsekretär im Amt des Verkehrsministers, sind Sie auch noch lange nicht angekommen. Und typisch für einen CSU-Generalsekretär haben Sie auch die alte Leier aus dem Wahlkampf weitergefahren, der Rohrkrepierer, Pkw-Maut für Ausländer, aber außer markigen Sprüchen gibt es dazu auch nichts Substanzielles, nichts Substanzielles zur Berechnungsgrundlage, zu den Bürokratiekosten, zu den Erhebungskosten, zu den großen Problemen mit dem Europarecht. Und mein gut gemeinter Rat, Herr Dobrindt, ist, lassen Sie den Rohrkrepierer Pkw-Maut einfach in der Schublade und ersparen sich doch die Peinlichkeit des Scheiterns. Und jetzt weg von dem Quatsch Pkw-Maut zu zentralen Problemen im Verkehrsbereich. Wir haben ein riesiges Defizit beim Erhalt und bei Sanierung von Verkehrswegen. Die Infrastruktur, die wird auf Verschleiß gefahren. Nur bei Ihnen, Herr Dobrindt, ist das noch lange nicht angekommen, denn im Haushalt gehen Sie das Problem überhaupt nicht an. Denn was machen Sie mit den zusätzlichen 5 Milliarden, die Sie jetzt über 4 Jahre einstellen wollen? Sie haben ja noch ein großes Loch bei der Lkw-Maut, ist noch fraglich, ob die überhaupt kommen. Über 70%, 3,6 Milliarden Euro packen Sie in die Straße und davon kommt 100% in den Neu- und Ausbau von Straßen und 0% geht in den Erhalt. Kein Cent. Und das finde ich wirklich einfach wahnsinnig. Wenn man sich die Radehochbrücke anguckt, die gesperrt wurde, wenn man weiß, dass die Rheinbrücke bei Leverkusen gesperrt wurde, dann ist es doch diese Ignoranz, Herr Dobrindt, diese Neubau-vor-Erhalt-Politik. Dafür sorgen Sie, dass weitere Brücken, weitere Autobahnen, weitere Bundesstraßen gesperrt werden müssen. Und diese ignorante Politik, das finde ich, das ist wirklich der Gipfel der Verantwortungslosigkeit. Das ist ungefähr so, als würden Sie ein neues Haus einziehen und Sie merken, es regnet durchs Dach. Anstatt aber das Dach zu reparieren, fangen Sie die zweite neue Garage an und bauen einen neuen Wintergarten. Und da die Frage ist ja, warum machen das CSU-Verkehrsminister? Dazu muss man einfach wissen, dass Bayern jetzt für den neuen Bundesverkehrswegeplan 400 neue Straßenbauprojekte angemeldet hat. Gesamtkosten rund 17 Milliarden Euro. Das würde bei der derzeitigen Mittelausstattung circa 160 Jahre dauern, dann wären wir im Jahr 2174. Aber man kann ja versuchen, als CSU-Verkehrsminister in bester CSU-Selbstbedienung einfach Geld vom Erhalt in neue Straßen nach Bayern umzuleiten. Aber ich sage Ihnen, Herr Dobrindt, nur damit das klar ist, es heißt Bundesverkehrswegeplan und nicht bayerischer Verkehrswegeplan. Herr Dobrindt, Sie packen jetzt auch ordentlich drauf im Haushalt bei öffentlichen und privaten Partnerschaften, obwohl Sie wissen, Sie verschieben damit Lasten in die Zukunft. Das ist eine Umgehung der Schuldenbremse. Und das sagen nicht nur wir, das kritisiert immer wieder auch zu Recht der Bundesrechnungshof. Und wenn Sie nicht schon auf uns hören, dann hören Sie auch bitte wenigstens auf den Bundesrechnungshof mit dieser Umgehung der Schuldenbremse. Damit muss endlich Schluss sein. Und ich will noch mal kurz auch auf den Breitbandausbau eingehen. Das finden wir einfach im Haushalt nicht. Wo ist das Konzept? Viele schöne Ankündigungen, kein Konzept, keine Finanzierung. Auch das verschieben Sie auf später. Aber ich sage Ihnen, aufgrund vollmundiger Ankündigungen, irgendwie darauf, dass Sie sagen, wir nehmen die digitale Wende irgendwann später, dann wird doch kein einziges Glasfaserkabel gebaut. Da hilft auch kein Computerspielepreis. Bisher ist das nur alles virtuelle Realität, Herr Dobrindt. Und ich will auch noch mal zum Thema Großprojekte kommen. Wir haben heute Morgen im Haushaltsausschuss zu Recht auch uns einvernehmlich dafür ausgesprochen, alle Fraktionen,
dass die fünfte Schleuse in Brunsbüttel gebaut wird, dass die Gelder dafür auch freigegeben werden. Das ist ein wichtiges Projekt der Verkehrsinfrastruktur. Aber was gar nicht geht, ist der Umgang mit dem Verkehrsministerium in dem Fall. Der Bundesrechnungshof hat schon Ende Februar dem Haus gesagt, dass es massive Bedenken bei der Wirtschaftlichkeit hat, dass es glaubt, dass es unwirtschaftlich sei. Diese Bedenken konnten wir jetzt ausräumen, aber nicht, weil das Verkehrsministerium so klasse war. Sie haben uns kein Wort davon gesagt, Herr Dobrindt. Ihr Staatssekretär hat uns kein Wort davon gesagt. Sie wollen das einfach so durchzocken im Haushaltsausschuss. Und ich sage Ihnen, so kann man nicht mit den Haushältern, so kann man nicht mit dem Haushaltsausschuss umgehen. Und das Schärfste ist ja, Herr Dobrindt, Sie wussten davon gar nichts. Ihr eigenes Haus hat Ihnen nichts davon gesagt, dass das Projekt massiv gefährdet ist durch die Bedenken des Bundesrechnungshofes. Ihre Abteilungsleiterin wusste es, Ihre Staatssekretäre wussten es. Wir wussten es dann letzte Woche im Haushaltsausschuss am 2. April. Und Sie haben es erst am Abend erfahren, also nach den Haushältern noch. Da sieht man noch, Ihnen tanzen die Leute wie die Mäuse auf den Tischen in dem Haus. Sie sind noch lange nicht als Verkehrsminister angekommen. Und auch bei der Schleuse Brunsbüttel, aber auch bei anderen Projekten, bei Autobahnen, bei Stuttgart 21, bei vielen Großprojekten sehen wir, inzwischen ist die Regel, dass wir Terminverschiebungen haben, dass die Kosten explodieren. Ein besonders peinliches Beispiel dafür ist die Großbaustelle der Flughafenbau BER. Viermal wurde die Eröffnung verschoben. Wir sind von Kosten von 2009 um zum 2,4 Milliarden auf über 5 Milliarden. Mittlerweile in der Presse kursieren Zahlen von 5 bis 10. Das brandenburgische Wirtschaftsministerium rechnet mit 8 Milliarden. Absurdistan kann ich da nur sagen. Wir haben immer noch keine Transparenz über die wirklichen Kosten. Deswegen fordere ich auch noch mal, auch für den Haushaltsausschuss, und endlich eine Offenlegung des Kostenplans, eine Offenlegung auch des Zeitplans. Und da muss man auch politisch als Bund rangehen, Herr Dobrindt. Da können Sie nicht immer wegducken. Ich fordere Sie auf, übernehmen Sie endlich mal Verantwortung bei BER, anstatt auf andere immer nur mit dem Finger zu zeigen. Meine Damen und Herren, es ist klar, wir brauchen endlich eine echte Wende in der Verkehrspolitik. Wir brauchen eine sachliche, eine finanziell realistische und eine transparente Verkehrsplanung. Wir müssen vor allen Dingen in Erhalt investieren und in sinnvolle Zukunftsprojekte, die auch wichtig für den Klimaschutz sind. Und immer neue Straßen, immer neue schillernde Großprojekte, die nachher viel kosten und wenig bringen, können wir uns nicht mehr leisten. Wir brauchen eine Wende in der Verkehrspolitik und keine CSU-Klientelpolitik. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege. Aus Bayern kommend muss ich Herrn Straubinger recht geben, wenn Sie von Fahnen reden. Unsere Fahne ist weiß-blau. Sie haben blau-weiß, das ist Schalke. Und das traue ich Herrn Dobrindt nicht zu. Ja, dass Herr Dobrindt nicht Schalke aufzieht, das ist, glaube ich, unstrittig. So, nichts gegen Schalke.